Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Seven Days to Die. Was ist denn das hier? Stein. Okay. Warum steht hier? Ich dachte, wir hätten aufgehört mit einem Gesicht voller Eisen. Ach, da nehmen wir noch nicht so lange. Hat sich hinter der Ecke versteckt. So, weiter geht's hier. Zack, wie spät haben wir es denn? 1.15 Uhr schon. Sehr, sehr gut. Haben wir schon alles gemacht, was ich vorhatte? Eigentlich? Hier? Eben nicht. So geht ihr hier mit den Sachen um. Dann muss der Nagel wohl doch weg. Hau rein, Herr Nagel. Rums die Bums aus die Maus. Achso, jetzt muss ich aber vorsichtig sein. Ha, nochmal schnell den Schlag abgewehrt. Weil, ja, supi. Ganz, ganz toller Trick, Finn. Supi Trick, du bist der Beste. Schmeiß das weg hier. Und jetzt nehmen wir hier das Potassium auf. Genau, ich habe extra, wollte extra den Nagel schnell nehmen und wegwerfen, damit wir Platz für das Potassium haben. Und dann habe ich den Nagel genommen und dann war das Potassium schon. Und dann hatten wir wieder den Nagel und das Potassium lag auf dem Fußboden. Und da kommt Grevel geflogen. Kommt ein Grevel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Kopf, macht mich mal wieder tot. Da wächst mir ein Kropf. Überflüssig wie ein Kropf. Ach ja, jetzt haben wir keinen Platz für Blei. Wird immer besser. Aber brauchen wir Blei auch dringend eigentlich nicht, wa? Aber wir lassen es ungern einfach... Hier, kommen Lammration. Lebt wohl, Lammration. Wir alle zählen wie Fleisch. Jutet Wellnetzfleisch übrigens, ja? So. Jetzt noch Grevel. Machen wir jetzt noch weg. Wir haben nichts mehr zum Wegschmeißen. Steine, wenn wir ihn gleich wieder... Nein, das Duct Tape bleibt da, Leute. Das Duct Tape bleibt da. Tja, dann müssen wir heute das Grill liegen lassen. Ist dann so. Das Leben ist hart, aber ungerecht. Dafür nehmen wir lieber Eisen mit. Eisen! Ey, das war doch jedem Eisengeräusch. Na also. Dios mio, 2 Stunden nur noch. Das ist wieder Tag 40. Ich habe mir überlegt, wollen wir vielleicht... Vielleicht nochmal gucken, ob wir die Kohleflecken finden. Wir brauchen die doch so dringend. Ach, seht ihr. Jetzt weiß ich wieder, was wir machen können. Wir können Gunpowder machen. Gunpowder. Und zwar so. Und dann können wir das Gravel auch einsammeln. Zack, gib die Gravel her. Cool, ne? Was für Tricks lernt hier vom Finden, ist nicht zu fassen. Ist noch mehr Gravel. Wollen wir mal ein bisschen vorsichtig hier. Ah. Das war nicht Grevel. Ich glaube, da oben sterben Leute in unserem Gram. Ich komme da nicht ran an das Grevel. Muss dieser Stein wohl dran glauben. Armes kleines Kerlchen. So, jetzt aber. Jetzt gibt's hier Grevel-Salat. Ha! Oh. Okay, das ist kein Grevel, obwohl es wieder aussieht wie Grevel. Ah, seht ihr, da war oben drauf Gravel. Und da auch nämlich. Nicht in meine Richtung, bitte. Brav. Braves Gravel. So, wir sammeln mal wieder allen möglichen Kram ein, den wir jetzt hier aus Versehen auch hingelegt haben. Oh, ah, oh, jetzt. Über die Nase gejuckt. Leute, habt ihr gesehen? Das war krass. Zu viel Blei, zu wenig Eisen, Leute. 1 Stunde nur noch. Des Tags. Ich glaube, wir gehen noch mal die Kohle suchen, die wir da gesehen hatten. Wir brauchen die so dringend. Obwohl, warte mal, Tag 40? Warte mal, haben wir noch 2 Tage Zeit? Können wir uns das auf jeden Fall erlauben, noch mal auf die Suche nach der Kohle zu gehen. Also haben wir eine ungefähre Richtung? Ich glaube, aus der Richtung, wo wir jetzt dann kommen, sehen wir es auch besser als auf dem Rückweg. Wisst ihr, wie ich meine? Und wir hatten sie auch ein bisschen eilig auf dem Rückweg, also... Da habe ich mir jetzt auch nicht die Zeit genommen, nochmal links und rechts zu gucken. Aber wir sind jung und brauchen das. Das ist, habe ich letzte Folge schon gesagt, ja. Ja, Leute, ich gucke mir ja immer meine Folgen nochmal an, um mir einen Titel auszudenken. Also mindestens, bis ich einen Titel habe. Manchmal finde ich die auch echt so amüsant, dass ich mir die dann ganz angucke. Und das habe ich hier gerade vorm Aufnehmen, habe ich mir die Folge nochmal angeguckt, die letzte. Und eigentlich war ich gut gelaunt und hatte voll Bock, aber... Alleine diese Folge zu gucken wieder, ne, hat mich so aggressiv auf diesen Bären gemacht. Und auf die Kohleflecken. Ich habe so Ausschau gehalten, ich habe so geguckt beim Zugucken jetzt, ne, ob ich blind war einfach beim Spielen und dann vorbeigelaufen bin. So, was liegt denn hier? Lammration, immer noch. Das
Wir haben den Nagel eingesammelt. Dann nehmen wir lieber die Lammration mit, wenn ich ehrlich bin. Gib sie mal her. So. Dann soll er verfaulen, der Nagel. Halbes Stündchen noch, dann ist wieder Tags. Ah ne, eine halbe Stunde. Ja, ja, wir machen das. Wir suchen nochmal die Kohle. Weil es reicht einfach vorne und hinten nicht, was wir hier haben. Und in der Mitte auch nicht. Versteht ihr? Ihr versteht das doch, oder? So, der Lady. Und hier noch. Mehr Eisen für den kleinen Finn. Das ist doch wohl drin. So, und jetzt gehen wir raus. Oh, wir haben ja ordentlich was reingeschlagen. Guck mal, nun ist auch nochmal Eisen. Oh, nächstes Mal nochmal. Hoffentlich heute Abend. Falls wir wieder nach Hause schaffen, schön. Ich wusste gar nicht, wie dunkel so eine Höhle ohne Mining Helmet ist. Ich dachte schon, die wären mit Mining Helmet. Ich muss hier mal ein Warnschild dran machen. Jedes Mal falle ich da wieder drauf rein. Apropos Fallen drauf ein. Da oben sind Leute in unsere Fallen reingefallen. Fallen reingefallen. Sprinti, 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 sprinti. Die hätten wir uns auch eher schon mal auf den Weg machen können. Schon 4.15 Uhr jetzt. Ah, ich sehe das. Ein Licht am Ende des Tunnels. Ich gehe in das Licht rein. Wie ich schon 13 Mal gemacht habe in diesem Spielstand. Hier links, das klingt aber nicht wie normale Schritte. Wohl Hundehorde war ja neulich erst. Aber bevor wir auf Kohlesuche gehen, müssen wir natürlich als allererstes die Ausdauer auffüllen sich lassen. Tun, täten. Hallo. Das hat super funktioniert mit dem Ausdauer auffüllen. Gerade so ein Mini-Zippel. Und dann müssen wir nämlich hier Sachen ablegen gehen. Bisschen Platz in der Taschen schaffen. Sag mal, was prügelst du da auf unsere Spikes ein, oder wie? Statt einfach dran zu sterben? Hä? Was ist hier los? Ist der da drin? Hallo? Du bist ja ein Kriecher. Und drinnen? Was ist denn das passiert? Der ist innerhalb unserer Mauer gespawnt. Ist ja nicht sein Ernst. Guck mal, wie die Tür aussieht. Super. Toller Typ. Warum spawnt denn der hier drin? Finde ich nicht gut. Das unterstütze ich nicht. So. Stein. Radstein. Shalom. Schalosch heißt es, glaube ich. Schalömchen. Ja. Holz. Können wir den hier nur so machen? Ach ja, wir können hier Sachen mitnehmen direkt auf jeden Fall. Das sind ein paar Schritte. Ja, du schon, da kommen ja, sind ja ein paar. Das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Wenn die uns jetzt erwischen, ne, dann gehen wir lieber hoch. Oh, die kommen doch, die gehen doch in unseren Garten, die machen doch Sachen wieder kaputt. Mann, ey. Nicht das kleinste bisschen Ruhe wird er mir vergönnt. Oh. Hier rein, da rein, so. Lirum, Larum, Löffelstiel. Blümchens. Eisen behalten wir in der Tasche. Seht da den Gunstock. Ding, Shotgun, Gedönsteil, Gerät. Kann hier. Die rennen gleich voll in unseren Graben. Hopp, hopp, Reiter. Huch, Zombie, Zombie, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, ärgert sich der Finn. Also im Normalfall ja nicht, aber jetzt gerade finde ich das ungünstig. Was mache ich denn hier? Die wollte ich doch wegtun. Mann, Mann, Mann. So, 110 haben wir. Wie viel Pistolenmuni haben wir? 41, nicht so viel. Kommt, wir nehmen mal... Wir nehmen mal Split. Wir nehmen mal 30.
Hier nehmen wir auch 30. So, und dann nehmen wir die alle mit einfach. Und gucken wir hier mal noch so. Dann nehmen wir das hier noch mit und das hier und jenes und solches und dieses. Und weil ich habe jetzt nicht durchgezählt, was davon wie viel gibt, dann legen wir hier noch ein bisschen Holz rein. Reingelegt. Wie viele Steel Arrows haben wir jetzt? 75. Können wir eigentlich auch fast benutzen schon dann, ne? Für die Horde. So. Oh, das sind ein paar. Naja, haben wir mal ein paar. Brat kommt hier noch rein. Ja. So. Dit war dit. Jetzt sind wir hier gerade natürlich... Habt ihr alle zu viel in der Sonne gebadet, oder was? Oh, immer noch die Tür auf. Haben die sich hier versammelt? Konspiratives Treffen. Und dann sind die auch noch links und rechts runtergefallen, die Trottels. So, wir sollten das vielleicht auch mal in Zukunft hier so... Nämlich zumachen. So, den wollte ich jetzt looten, bitte, weil der hat eine Taschenlampe. Hat er nicht. Hat er aber erzählt, der alte Lügner. Wo prügelst du denn drauf? Sag mal, die gibt's ja wohl nicht mehr ganz knusper. Ihr seid doch alle gestört, hochgradig. Ihr seid doch keine anständigen Persönlichkeiten mehr. So, jetzt müssen wir einmal suchen, wo hier die Kohle war. Ich glaube, hier lang. Sprich anständig, wenn du mit mir redest. Ich bin kein Baby mehr, wo man Babysprache benutzen muss. So, und jetzt schnell 9mm Bullets. Dann nehmen wir das schon mal wieder von unseren Sorgen entfernt, aus unserer Sorgenliste gestrichen. Boah, mir geht so krass die Nase die ganze Zeit. Nee, ich bin nur am dran rumgnietschen und fummeln und... Oh. So, wenn ich jetzt noch wüsste, sind wir da lang oder da lang? Ich glaube hier lang, ne? Hätte mal besser aufpassen sollen bei der Folge, die ich mir nochmal angeguckt habe, weil... Tja, so. Ist nur ein Reh, keine Sorge, ist kein Bär. Der Bär, der Bär, da hinten liegt Feuer. Ich wollte ihn gerade packen, da fing er an zu. Kacken. Ich glaube, wir waren da lang. Weil auf dem Rückweg hatten wir das Zeltlager gesehen und auf dem Hinweg aber nicht. Und die leere Ausdauer, die habe ich aber gesehen. An die erinnere ich mich noch. Und vielleicht ist es auch einfach gut, wenn wir hier oben sind und dann können wir Ausschau halten. Vielleicht sehen wir auch Kohleflecken, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Man wird ja nur träumen dürfen. Tja. So viel mal dazu. Können wir einfach mal ein bisschen auf die Map gucken. Zoom mal raus, bitte ein bisschen. Jo, das war nämlich, das war der Weg. Das war hier der Weg, den wir hatten. Und zurück sind wir irgendwie so jetzt schon wieder durcheinander. Ich hätte diese Folge niemals anfangen dürfen. Mir juckt so, ich habe gar keine Hand frei die ganze Zeit. Ich muss... Oh. Zwischendurch kratze ich immer heimlich und mache. Aber das reicht irgendwie nicht. Ich glaube, ich muss mal, weiß ich nicht, ein Reibeisen holen. Und dann bis auf die Grundmauer niederraspeln. Die Nase. Ja, Zombie und Bär. Also macht mal. Tja. So viel zu unserer tollen Idee, wir gehen die einfach noch schnell holen, die Kohleflecken. Ihr stellt euch das auch alles immer so leicht vor, Leute. Was? Gehen wir einfach los, komm, Finn. Geh doch einfach los. Mach doch einfach. Wieso nichts dabei? Und jetzt steht hier wieder. Kann schon wieder in einem Maße falsch sein oder genau richtig sein, aber die ganze Zeit falsch denken und. Nee, an das Haus kann ich mich auch nicht erinnern, muss ich gestehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habt ihr mich, glaube ich, wieder auf den Holzweg geführt hier.
Diesmal nicht, du Penner. So. Diesmal nehmen wir auch das Fleisch mit. Du Kle... Was sehen denn meine entzündeten alten Augen? Meine kleinen süßen Glupilens. Gib das Zeug. Den heißen Scheiß. Ist die Ausdauer gerade ein bisschen leer. Wisst ihr was? Dann können wir derweil schon mal ein paar Papier produzieren. Und 220. Ja, dann sind ein paar übrig. Das ist ja auch wurscht. So, und dann müssen wir uns so langsam auch um Papier wieder kümmern oder von drüben Bücher holen. Weiß gar nicht, wie es in irgendeinem... Wir waren jetzt so lange nicht mehr in unserem alten Zuhause, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was da noch alles so ist. Außer Jucca. Das war sie, dass da noch einiges an Jucca ist. Das war aber nur so ein Mini-Kohlefleck, wa? 30? Normalerweise hätten hier 70 sein müssen. Nee, 35. Also eins fehlt. Na, aber ist ja auch egal. Es ist ja alles eh nur so... So ein bisschen... Die Shotgun nachgeladen? Ja, sehr gut. Da bin ich immer, wenn jetzt wieder ein Bär gleich kommt, ne? Und wir haben die Shotgun. Die Tierwelt ist aber ordentlich was los. Und Hoppchen, hoch hier, yes! Ja, dann ein bisschen Sorge, dass es nicht reicht, dass wir da abprallen. Apropos abprallen. Unsere Basketballer haben wir schon wieder verloren. Ist ja Basketball-EM. Ja, hätte ich auch nicht gewusst, wenn sie zufällig im Radio gekommen wäre. Gut, dass ich wieder arbeiten gehe. Dreimal am Stück verloren, Leute. Nicht so gut. Ich glaube, jetzt gerade, jetzt wo ich gerade aufnehme, spielen wir gegen Spanien. Unsere letzte Chance ins Achtelfinale. Also wenn wir gegen Spanien gewinnen, beziehungsweise gewonnen haben, wenn ihr das hier seht, dann sind wir ja nur gegen den amtierenden Meister Frankreich dran. Die uns dann wohl rauskegeln wird. Aber was ich besonders gut fand, war, haben sie im Radio halt eingespielt, ja, jetzt sind wieder verloren und dann sind so ein Mädchen, die dann sagt, doch nicht gegen Italien. Ich muss sagen, ich hab ja nichts gegen Italiener. Und auch Italien ist ja auch ein schönes Land. Kann man ja auch gerne mal in Urlaub fahren und italienisches Essen. Wer mag das nicht? Pizza, Pasta, ne? Alles sowas. Aber beim Fußball, ne? Beim Fußball. Italien. Schlimmer als die Holländer. Also egal in welchem Sport eigentlich. Also was Sport angeht, bin ich da richtig... Nee, geht nicht. Nicht gegen die Italiener. Ja, hat sich immer... Wie gesagt, schlimmer als die Holländer. Den trage ich das auch immer noch nach, dass... Ich habe sogar schon seinen Namen vergessen, dass der damals Rudi Völler angespuckt hat. Das trage ich dem gesamten Land Holland noch nach. Aber sonst, feine Leute, ich habe jetzt auch ein bisschen in letzter Zeit mit ein paar Niederländern zusammengearbeitet, feine Menschen, aber was spucken hier Rudi Völler an? Da bin ich nachtragend. Tja, apropos nachtragend, wo trage ich denn gerade die Sachen hin hier? Ich hab keine Ahnung mehr, wo wir sind. Achso, wieder ganz woanders, auch gut. Naja, erhöht die Chancen auf eine Höhle, aber im Wüstengebiet eine Höhle brauchen wir nicht, haben wir. Müssten. Ja. Ich weiß, ich bin komplett von da abgewichen, wo eigentlich der zweite Kohlefleck hätte sein dürfen. Unter Umständen. Mann, immer Steine, immer Steine. Ich erinnere mich noch an eine Zeit. Gut, ist jetzt auch langweilig nachträglich betrachtet, aber jetzt fände ich das gerade ein bisschen schön. Da gab es halt aus diesen Steinen alles. Außer Blei, glaube ich. Aber du hast halt aus dem Stein. Das ist kaputt gekloppt, da war Kohle drin, da war Potassium drin, Eisen und Stein halt. Und pff, braucht das da eigentlich keine Mine? Blei hast du zu Genüge gefunden als Scrap? Braucht das denn eine dringende Mine? Oh Gott, das ist sehr, sehr lange nur mit diesen Steinen überleben. Genauso wie mit Bacon and Eggs. Jetzt. Will nicht. More! Gimme more Huhn. Aha. I want mehr Hühner, jetzt gleich. Wie gehört Bohnen gesungen? Hühner sind mein Fachbereich. Was ich alles kenne, ne? Hab da nicht mitgerechnet.
Oh yeah, Kohlefleck kenne ich auch. Ich erkenne doch meine Schweine am Gang. Und hier, der Kollege, guck mal, was der für eine Schlagseite hat. Liegt da. Ist das eine Taschenlampe in deiner Tasche oder freust du dich so, mich zu sehen? Das ist ja widerlich, der hat sich gefreut, uns zu sehen. Ja, I, sage ich. Pfui, ekelhaftig. Hätte ja klappen können mit der Taschenlampe, oder? Brauchen nur eine Taschenlampe. Oder ein Mining Helmet. Aber unsere Chancen auf Mining Helmet sind nicht so hoch, wenn wir durch die Wildnis rennen und Kohleflecken suchen. Da haben wir mehr Chancen, wenn wir einfach mal zwischendurch einen dicken Mann töten und versuchen, die Lampen aus einer Tasche zu stricken. Ihr wisst schon, was ich meine. Zwinker, Zwinker. Short, Gu. Shell. 82. Ist schon mal wieder ein bisschen was. Dann können wir, ja, zweimal Kohle ist nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Schon in Ordnung. Also besser als vorher auf jeden Fall. Oh, guck mal. Kann man bestimmt prima runtergucken. Achso, jetzt habe ich schon wieder nicht. Ja, ist ja auch egal. Fällt mir. Oh, hallo? Na? Painkiller, immerhin. Nüscht, wa? Nüscht. Meine Ausdauer ist fast voll. Können wir auch mal jemanden totschlagen wieder? Mord und Totschlag sind auch mal probate Mittel. Aber jetzt ist die da unten. Läuft doch den so. Lecker. Du kleine Kohle, du. Meine. Das sind ja nicht viele Zombies, die ich da höre. Und auch hinter uns. Sag einmal. Aua, da bin ich zu forsch rangegangen an die gute Frau. Ja, hat sich ein bisschen. Oh, was ist denn hier nicht richtig? Die sind ja zielstrebig wieder. Huch. Naja, wenn wir jetzt hier eh leer räumen müssen, ne? Können wir doch gleich nochmal in die Bude reingehen. Vielleicht finden wir ja eine Mining hier mit. Kracher. Ja, genau. Ich habe hier 27 Leute hingelegt und ich loote genau die wieder, die ich schon gelootet habe. Aua, was denn das? Hat die lange Fingernägel gehabt, dass die so eine Range hatte? Guck mal, viel Stoff. Brauchen wir dringend. Haben wir kaum noch. So, genatzt. Doppelgenatzt. Ja, du hast doch bestimmt, hast du nicht. So. Die Dicken zu vertrimmen, bin ich immer zu faul. Da schieße ich lieber. Och, Manu. Guck mal, ein Kriecher. Und da kommt der Airdrop. Supi. Wir sind hier noch nicht mit der Kohle fertig. Stirb doch jetzt mal. Wo ist er? Da hinten. So ein Schmarrn. Können wir doch nicht in das Haus rein. Wir kümmern uns hier noch schnell um die Kriecher, machen die Kohle fertig und dann hauen wir hier ab. Ja, genau. So, ab geht's. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Hier, das sieht aus, als könnte man hier runterrutschen. Oh, oh. Habe ich mir nur so gedacht. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ja, geht. Danke. Da hatte ich jetzt aber auch ein bisschen Sorge gerade, dass ich doch vielleicht noch runterfalle. Oh, schön, schon drei Kohleflecken, ne? Und ein Airdrop. Den geben wir auf jeden Fall holen, hoffe ich. Wenn jetzt Kohle drin ist, oder? 1 Milliarde Millionen Munition. Oder ein Lederbuch. Ich träume ja immer noch von einem Buch in Leder. Also über Leder. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal in der Stadt nicht auf eine Bücherei hoffen, sondern auf einen SM-Shop. Wo es dann Lederbücher gibt. Ein bisschen zu dichte dran, ne? Also, was ist eigentlich das Gegenteil von weit hergeholt? Naheliegend, ne? Das ist ein Auto. Das liegt auch nahe. Oh, da ist der Airdrop schon. Sehr nice. War ja mal diesmal nicht mehr so weit weg. Ziemlich naheliegend. Nahe droppend. Jetzt ist das Fackelchen auch noch an. War gar kein Patch. Guck
guckt euch den an. Und direkt daneben Kohlefleck. Dieser Airdrop ist ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk der Götter. Lasst uns ihnen ein Zombie-Opfer bringen. Ein Rituell. Ah, okay, dann tut's halt ein Planfiber-Opfer. Rituell geschlagen mit der Kohle-Pickaxe. Das Planfiber. Können wir heute Nacht wieder schön Potassium wegprügeln in der Mine. Wo sind unsere 100? Das ist doch mal nicht verkehrt. Das sind nochmal 130 Schuss. Und es ist erst mittags. Wir haben sogar noch Chancen, Leute. Oh, Iron Glove Schematics lesen wir. Und den Rest nehmen wir mit. Lila Sniper Receiver. Nicht so verkehrt. Nicht so verkehrt. Müsst ihr zugeben auch. Wo sind wir denn? Hier waren wir schon. Hier kennen wir uns doch schon aus. Wollen wir nochmal ein Stück nach hier gehen. Ja, ich habe den Typen jetzt bewusst links liegen lassen. Apropos bewusst, ist euch eigentlich bewusst, wie lange diese Folge schon wieder geht? Meine Güte! Wir haben den Airdrop. Und das ist ein tolles Ende für diese Folge mit Airdrop. Verabschiede ich mich von euch für heute. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und sage... Tschüssli Müsli!